Zunächst wird die STL-Datei importiert, um sie dann mit den PowerPack-Tools von ViaCat entsprechend zu untersuchen, zu reparieren und letztendlich in einen Solid umzuwandeln. Nachdem nun das Mesh in ein Solid umgewandelt wurde, wollte ich mir eine weitere Funktion des PowerPacks von ViaCat zunutze machen, nämlich die Schattenprojektion. Ich dachte mir, dass auf dem projizierten Schatten einfacher die Kontur nachgezeichnet werden kann. Als nächstes habe ich dann ein paar Hilfslinien eingezeichnet, sowie die Kontur eines Zahnes nachgezeichnet, um dann mit den Berechnungen für das neue größere Zahnrad zu beginnen. Das vorhandene Zahnrad hat ja 44 Zähne und ich habe mir als Ziel gesetzt, ein Zahnrad mit 50 Zähnen zu konstruieren.
Zunächst musste ich nun herausfinden, welches Modul das vorhandene Zahnrad hat. Hierzu wird der Abstand von zwei Zähnen gemessen und dieser Wert dann durch Pi dividiert. Dabei kam annähernd 1 heraus, nämlich 1,04 irgendwas, also hat das vorhandene Zahnrad das Modul 1. Damit wäre dies schon mal geklärt. Zur weiteren Berechnung des neuen Zahnrades benötigt man noch Werte des Teilkreisdurchmessers sowie des Fußkreisdurchmessers. Ich habe deshalb probehalber mal die Radien der entsprechenden Werte des vorhandenen Zahnrades hier nachgezeichnet, um das nachrechnen zu können, ob dies für das vorhandene Zahnrad auch so stimmt. Die gemessenen Werte für die Radien muss man dann halt noch mit 2 mal nehmen, um dann den entsprechenden Durchmesser zu bekommen, ist ja klar. Um das größere Zahnrad mit den 50 Zähnen zu erstellen, muss man nun einige Dinge noch berechnen, nämlich letztendlich den Fußkreisdurchmesser. Und um diesen zu berechnen, benötigen wir das Modul, welches wir ja schon mit 1 ermittelt haben, sowie den Teilkreisdurchmesser. Der Teilkreisdurchmesser berechnet sich aus der Zähnezahl mal dem Modul, also hier 50 mal 1 ergibt 50, und der Fußkreisdurchmesser ergibt sich, indem man aus dem Teilkreisdurchmesser 2,333 abzieht. Also kommt man dann auf 47,667 mm. Als Basis für das neue Zahnrad zeichnen wir nun einen Kreis mit dem Fußkreisdurchmesser von 47,667 mm und kopieren dann das Profil einer Zahnradflanke des vorhandenen Zahnrades, um dieses dann auf dem gerade gezeichneten Fußkreis
zu positionieren. Dieses Profil wird dann eben 50 Mal auf der Kreisbahn kopiert und dann mit den Innereien des vorhandenen Zahnrades verschmolzen letztendlich, dass wir wieder unsere Aufnahme haben für die vorhandene Traktorachse.
Zum Abschluss wird nun unser neues Zahnrad als SDL-Datei exportiert und testweise in ein Slicing-Programm, in meinem Fall nach Simplify 3D, importiert, um zu überprüfen, ob die SDL-Datei auch ordentlich geworden ist.